willkommen zu einem neuen Food Hall. Heute bin ich mal wieder am Start. Wir waren eben einkaufen. Wir hatten nämlich Montag und wir waren eben bei Kaufland einkaufen. Wir haben so ungefähr 31 Euro ausgegeben und dann würde ich auch schon sagen, legen wir einmal los. Als erstes haben wir ein Tütchen von der Bäckerei, denn bei Kaufland war in der Backabteilung wieder so viel los und da hatte ich keine Lust, mich eine halbe Stunde anzustellen, bis die ganzen Leute ihr Brötchen verlangen gestillt haben. Deshalb haben wir uns bei der Bäckerei welche genommen. Das hier hatte, glaube ich, eine Laugenstange und ein süßes Brötchen. Ich hatte ein Mohnbrötchen, darauf hatte ich nochmal sehr, sehr Bock. Und ich hatte ein Körnerbrötchen, genau. Dann haben wir einmal einen Sack Kartoffeln. Für Leute, die Fitnessübungen machen, kann man auch als Fitnessgerät nehmen. Das reicht dann auch wieder. Genug Internet für heute. Wir haben einmal Weichspüler, einmal in der Duftrichtung Bouquet der Düfte Paradies Collection. Also ganz was Feines. Und einmal, das ist glaube ich Jessys Lieblingsweichspülerduft, einmal Frühlingsfrisch. Da riechen wir auch mal schön dran. Oh, riecht das nach Frühling? Dann haben wir zweimal diese WC-Düfte mitgenommen. Einmal in der Duftrichtung Hawaii. Brauche ich das gut? Und einmal Coconut Water. Jessie hat sich einmal einen Müller-Milchshake mitgenommen. Dann haben wir einmal diese Biskuit-Sahne-Rolle von Koppenrad und Wiese in der Geschmacksrichtung Zitrone. Das ist Jessys absoluter Favorite-Kuchen. Wir haben aber zwei davon gekauft, denn ihre Oma wollte auch eine. Ich glaube, die hat Erdbeer. Und dann haben wir zum Abschluss der ersten Tüte einmal einen Romanesco-Mix. Das war's mit Tütchen 1, es folgt Tütchen 2. Hier haben wir dann die zweite Bäckereientüte. Dann haben wir hier einmal in der billigen Abteilung Lachs mitgenommen. Der sieht echt gut aus. Ja, lecker, lecker Schmecker. Da hatten wir mal richtig Bock drauf und so eine kleine Packung ist dann immer so gut, weil wenn man davon so viel hat, dann isst man das meistens nicht auf und das ist ja dann immer blöd. Dann haben wir hier einmal eine Frischkäserolle. Ich glaube, die wollte Jessie einfrieren, hat sie gesagt, in der Geschmacksrichtung Ananasmandel. Das ist dann immer gut. Dann hat man das immer zu Hause, wenn man da irgendwie mal so eine Käseplatte macht oder so, dann kann man das immer sehr, sehr gut dann da drauf machen. Die schmecken dann auch selbst sehr gut, wenn die eingefroren waren. Ein Toast. Ach, das war eine megamäßige Präsentation. Die solltet ihr euch merken. Wie immer eine Gurke, liebe Freunde. Dann war bei Kaufland Maxi King im Angebot. Da haben wir uns ein Paket mitgenommen. Und für den Vorrat haben wir uns zweimal diese Rama Cremefin zum Kochen mitgenommen. Auch im Angebot war bei Kaufland Almette. Und ich habe mir einmal in der Richtung Natur mitgenommen und Jessie einmal in Kräuter. Und jetzt meine Frage, kennt ihr noch diese Almette-Werbung von früher, wo die immer so gesungen haben, Almette, Almette, Almette im Fass und so? Jessie kannte die nicht. Was ist mit der? Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr die Werbung noch kennt. Die war echt cool. Dann hat Jessie ihre Deko-Bedürfnisse gestillt und zwar bei diesen 1-Euro-Aufstellern hat sie einmal so einen Porzellanschmetterling, ich glaube ja, Porzellan würde ich jetzt mal sagen, und einmal so kleine Deko-Eier zum Aufhängen. Dann haben wir einmal hier Hähnchen-Minuten-Schnitzel. Ich musste auch meine Sucht stillen und habe mir dieses Mal 2 Pakete Mozzarellas mitgenommen, denn die waren bei Kaufland im Angebot und da habe ich gedacht, jetzt oder nie, ne? Das ist das Geschäft deines Lebens, das musst du mitnehmen. Hier haben wir noch ein zweites Paket einer, hier dieser Frischkäserolle und zwar ist das Paprikaschnittlauch. Dann haben wir einmal Butterkäse und einmal war die Geflügelfleischwurst von Gutfried im Angebot. Ansonsten haben wir noch echt viel Wurst und Käse übrig. Und die nächste Sucht, die gestillt werden muss, einmal saure Bohnen. So, das war's schon wieder mit dem Einkauf. Wie gesagt, wir hatten diese Woche eigentlich gar nicht so viel. Wir haben viel auch so für den Vorrat mitgenommen und so Sachen wie zum Beispiel jetzt Weichspüler und so. Und dann kommen wir auch schon zur Verkündigung des dieswöchigen Essensplans. Und zwar werden wir heute und wahrscheinlich auch noch morgen Reste aufbrauchen, denn wir haben vom Wochenende noch echt viel übrig. Da wollte Jessies Oma kochen und da hat sie, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht. Aber das schadet ja nicht, das kann man ja jetzt heute und morgen gut aufbrauchen. So, dann haben wir einmal Nudeln mit Brunchsoße. Das Gericht wandert jetzt schon seit 3 Wochen, glaube ich, von Essensplan zu Essensplan. Wir nehmen das immer wieder in die neue Woche mit, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Aber ich glaube, diese Woche werden wir das erledigen, abhaken. Genauso wie der Kartoffelauflauf, der wandert auch mit von letzter Woche mit in dieser Woche. Dann machen wir einmal Kartoffeln mit Hähnchenbrust,
Erbsen und Möhrchen und Hollandaise. Das klingt sehr, sehr lecker. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann, wie eben erwähnt, gibt es einmal saure Bohnen und ich mache mir dann Nudeln mit Spinat. Und das letzte Gericht ist da, da machen wir Nudeln mit Putenbraten und Gurkensalat. Ich glaube, das kocht dann Jessys Oma wieder, also am Wochenende. Und ja, das deutet auf eine sehr, sehr leckere Woche hin. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Däumchen nach oben da und denkt dran an die Frage des Videos. Kennt ihr die Almette-Werbung von früher noch? Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Keep thinking that I could have done something.